Herr Gregorek. Ja? Sind Sie auf Dienst- oder Privatreise? Weder noch. Ich bin von einer Hamburger Filmfirma eingeladen. Beruf? Schauspieler. Sie werden also in Ihrem Film die Geschichte des Luxusdampfers Cap Arcona rekonstruieren? Ja und nein. Er beginnt mit der Jungfernfahrt 1927 und endet mit der Versenkung des Schiffes am 3. Mai 1945. Haben Sie davon gewusst? Ach, der Neuengamme-Prozess. Herr de Waal, können Sie die Vorgänge um die Ermordung von Häftlingen im KZ Neuengamme in der Nacht zum 20. April 1945 rekapitulieren? Ich möchte hier aussagen. Ist das der einzige Fall, in dem Sie Johannes Roloff bei Tötungshandlungen gesehen haben? Nein. Wie erklären Sie sich, Herr Gregorek, dass Sie heute noch am Leben sind? Das heißt, dass Sie das Lager Neuengamme liegen verlassen haben? Ich habe das Gefühl, vor diesem Gericht auf der falschen Seite zu stehen. Robert Kunzig. Wir kennen uns. Du bist Deutscher. Und du bist ein hohes Tier. Und nicht von der SS. Und tut doch endlich was hier. Sie wissen doch gar nicht, was los war. Da waren 6000 zum Tode Verurteilte auf der Arcona. Sie wissen sehr viel. Ich weiß noch viel mehr. Aber ich packe aus. Verlassen Sie sich drauf. Ich packe aus. Es tut mir leid, Herr Gregorek. Aber ich muss Sie fragen, in welchem Verhältnis Sie zu Herrn Kunzig standen. Kunzig ist heute tot aufgefunden worden.